Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Warships mit dem Xaneas und dem Paddy. Hallo. Und die zwei haben diesmal Stufe 5 genommen. Ich habe gerade keine Stufe 5 zur Verfügung, deswegen nehme ich Stufe 4 Miyoki. Das beliebteste Schiff hier, ja, was jeder, lach nicht, was jeder spielen will, mit dem Xane so One-Shots landet. Und das will ich auch mal probieren. Ja, das liegt daran, weil Xane Xane ist. Ja, weil er seine Bots drin hat, ich weiß. Genau. Ja, darum jetzt liegt. Sie warten auf ein Gefecht. Rocket. Erstmal eine halbe Stunde Matchmaking. Ja, genau. Oh, ja, früher war das schlimm. Nicht so lange. Früher war das aber echt schlimm, teilweise. In offenen Beta auch, weil es so lange gewartet. Ja, der Closed Beta war das. Wobei in der Closed Beta ging das eigentlich. Das Schönste in World of Warships, die Hintergrundbilder. Es ist eine mir übrigens neue Map, muss ich gerade sagen. Nee. Also das Bild ist mir neu, ja. Wir fahren na, wieder rechts rum, ne? Bei D vorbei. Bin noch nicht drin. Bin auch nicht drin. Okay. Aber mit ab Level 5 Schiff hat man so andere Karten. Also, naja. Da ja, dann sind die größere Karten größer. Ja. Weil man halt auch weiter schießen kann, weil sonst. Wo willst du lang fahren? Ja, nach D, ne? Ja, rechts lang wieder. Mal ja, tendenziell D, genau. Die Kongo hat auch 19,3 Kilometer Reichweite. Und das auf den kleinen Karten ist ein bisschen. Schießt direkt zum Spawn vom Gegner. Ja, richtig, das wäre assi. Ich kann jetzt schon nach B schießen, also von daher. So, ich da bin dann schon mal unterwegs, ne? Okay, ja, wir setzen Vollspeed, dran, ne? Ja, ich bin Vollspeed. Ah, ja, okay, du, okay, ja. Ich bin auch Vollspeed. Ja, ich auch, Xane. Ja, gut. Ich bin jetzt bei 6 Knoten. 7. Anne, 12 tatsächlich schon. Hat ein Geschenk? Alter! Paddy, nicht schon wieder! Das war. Das hab ich nicht gerecht, dass ich treffe! Paddy! Ich hab geschenkt für dich! Nein! Tu's Paddy. Nicht! Tu's nicht! Oh! Ich hab auch ein Geschenk für dich, Zahne! Wehe, du machst Torpedos, mein Freund! Krieg gerade aus deiner Zuschauer! Das hast du mir auch schon mal gemacht, Zahne! Pass auf, wo du hinsteuerst, Paddy! Ja, ja, ich weiß nicht, in Steuerung. Bin ja die Tage auch schon, weiß mal, ein freundliches Schiff erst mit Kanonen beballert, weil das vorher war, und dann nochmal mit Torpedos direkt hinterher. Total gut. Ja, dann wurde ich dann wieder lila. Profi. Dann wurde ich wieder pink. Ja, genau, Profi. Das macht ihr eh nur wegen der Farbe, ich weiß das. Ja, weil ich muss das Zahne machen, weil das ist seine Lieblingsfarbe. Ach ja, und ich nehme die Farbe ja immer, weil sonst keine Multiplayer nimmt. Feindkontakt. Ja, meine Farbe. Oh. Enemy Contact. Oh, ist eine. Oh, mehr Feinkontakt. Mehr Feinkontakt. Mehr Feinkontakt. Oh, was kommt dann auf einmal? Ein Zerstörer aus dem Nichts. Ein kleiner Feinkontakt hier voraus. Oh, Zerstörer. Paddy. Zwei Zerstörer. Wir haben die Hauptflotte erwischt. Geil. Ich schieß mal auf den Kreuzer da. Ich hab meine Nebelwand so halb. Ja. Das ist aber die von dir. Boah! Aber ich schieß niemand auf mich. Oh, das ist ein Zerstörer. Oh nein! Lass mich in Ruhe! Pilot deaktiviert. Ja, ich bin gleich tot, ne? Yes! Yes! Genau. Nein, die Leander stockt! Komm schon, lad nach, alter Miyogi, Nachladerate zum Kotzen, ne? Nein, mein Ruder! Ah, bin Zerstörer mal ein bisschen. Lass mich nur! Wie kann ich den nicht treffen? Alter, was? Da wurde was fertig gemacht. Ich glaube, ich komme hinter mir der Zerstörer. Die fahren mal einmal rum um mich herum. Ja, genau, wenn die alle auf mich ballern. Ich muss einen U-Turn machen, weil hier gerade der Zerstörer rumheult, ja. Wollte ich gerade sagen. Weil der mich gerade auf den Kicker hat. Ach, der mal hin, oder wer? Ich bin aber nicht da, um Zerstörer zu jagen. Zahne, ne? Ja, das ist dein Job. Ist auch nichts anderes in der Nähe. Nein, nicht. Überhaupt nichts. Okay. Siehst du Torpedos? Oh, die waren zu knapp. Glück gehabt. Guck mal auf den Zerstörer da hinten. Sehen wir. Scheiße. Neuer Zerstörer auf der anderen Seite. Die haben mich in der Zange. Ja, ja. Die Mayhem, die auf die schieße ich gerade. Versuche es. Fällt der Zerstörer gerade davor, die ins Land rein? Ich hoffe doch. Erst Duckt. Erst ja,
sagt, mach alles klar, gib ihm. Ich mach den hinter dir, den Zerstörer mal, ne? Von ihm auf jeden Fall. Okay. Welchen jetzt? Den, der da stackt? Ne, die Maiden. Ach, die, ja. Aber er hat mich halt voll in Torpedos, ne? Ja, dann lass es lieber. Geh weg, lass mich das machen. Ja, Witzbold, ich hab ein Schlachtschiff. Ja, dann würde ich. Du bist aber trotzdem fast tot. Kein Rennboot. Nur mit Torpedos. Geh nach rechts ab! Gib ihm! Alles klärchen. Oh, fuck! Oh, scheiße. Warum bin ich eigentlich der Einzige hier, der irgendwie versucht, jemanden abzuballern? Vorsicht, Xane Tops! Von wo? Schon, wir sind wieder. Schon vorbei. Der stackt wieder, Xane. Gib ihm! Ja, ne, ich lad nach und der ist noch hinterm Berg. Du wirst gerade von hinten attackiert. Ja, lass ihn halt attackieren. Paddy, machst du den? Hast du, kannst du nicht torben? Der stackt doch. Ja, ich hab aber keine Torbs gerade. Nein, ich meine. Okay, mein... ich mach ihn hier weg, ich sag jetzt. Meine Mega. Oh! Was, das Auto? Ja, Paddy ist auch weg. Da kommt der König auf mich zu. Oh Gott, das ist ein Hakuro! Hin! Händen! Da ist noch nicht mehr hin. Verdammt, wo sind unsere Teammates? Andere Seite, du bist alleine. Ah, geil. Das super, ne? Machst eh One-Shots, also mach jetzt mal. Nein, echt nicht, mal. Schalt mal deinen Bot an, tu nicht so. Genau. Wenn er activated. Miyoko dreht bei. Los, stirb. Miyoko ist One-Shot, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen? Das war das Teil. Jetzt hast du da hinten noch die Mayhem. Genau. Der englische? Die ist gefährlich, da darf ich eigentlich nicht zu nah dran gehen. Ja, die hat Torpedos und zwar Viererrohre. Alter, zwei Viererrohre. Wollte ich über ihm drehen. Hier von hinten übelst zerlegt gerade. Ja, die König und die Colorado. Mehr hätte schon eine Torpedo-Reichweite, ne? Ja. Oh Gott, die ist so schnell. Nee, ja, aber bis die Tops ihn erreichen, sind sie verbraucht. Da muss er schon gut zielen. Nee, 8 Kilometer weit kommen meine auch. Die Mayhead stockt gleich vorne an der Map-Grenze. Ja, das tut mir gar nichts. Der weicht nicht aus. Kannst du nicht reparieren? Na doch, er dreht bei, ganz leicht. Er dreht bei. Jetzt fährt er gerade. Ein zweites Mal noch nicht. Ja, muss nachladen, ne? Ja, dauert sehr lange. Jetzt gibt er mehr hin. Ja, Moment. Die stockt nicht, die hat beigedreht. Ja, komm. Ja, nice. Nee, ist nicht nice. Ist kacke. Wow, du hast schon ein bisschen was abgezogen. So ist nicht. Ja, aber es ist halt nicht Zahne, ne? Zahne hätte jetzt One-Shot eigentlich. Ja, das stimmt. Munitionslagertreffer, bumm, weg. Ich bin kaputt. Ja. Ja, geht doch, nicht. Ja, stimmt, ja, hast recht. Achtung, Mayhem dreht voll auf dich zu. Wo willst du jetzt hindrehen? Rechts oder links rum? Nirgendwo hin. Mayhem hält voll auf dich zu geradeaus, ne? Ja, ist halt so. Gib dir gleich wahrscheinlich Torpedobreitseite. Ja. Ja, da kommen sie schon. Mit Zahne. Ja, war cool. Oh! Na! Bitch, aber ich kann so nichts mehr machen, von daher. Und tschüss, Sahne. Noch nicht! Komm, ey, die Mayhem muss weg, ne? Die Mayhem kriegst du noch weg. One-Shot, komm, One-Shot-Master. One-Shot-Master. Jetzt dockt sie an der Banderole, komm. Bumm, fest. Jetzt hängt sie, mach. Ah, Gott! Nein! Abdrück! Noch ein Treffer, aber nicht reicht. Fuck it. Das war eine Kackrunde. Ich war eigentlich in den Hafen zurück, ne? Ja. Ja, so kacke für mich war die nicht. Ich hab eigentlich nichts mitgenommen. Das arme Arapäische. Ah, schön. Ja, war nett. Machen wir noch eine? Ja, klar. Ja, aber erst diesmal low. Wir haben erst 9 Minuten, also von daher. Also diesmal eine Low-Runde, ja? Mit 4? Okay. Dann, ja, nehme ich, dieses Mal die. Mit 4? Ich dachte 2 mal 2 oder so. Ich hab keinen Zweier. Echt nicht? Nein. Hast du einen Dreier? Ja, aber nein, lass Vierer machen. Ah, okay. Ja, nehmen wir. Ich nehme Flugzeugträger. Ach, du hast schon, okay. Aha. Meine erste Runde Flugzeugträger, ja. Also. Ja, dann. Gib ihm. Ja, auf geht's. So, ich bin wieder mit meinem Sushi unterwegs. Sushi! Okay. Xane, ja, Shati Hosho. Und der alte Trinker, der packt gerade wieder seine Flaschen aus. Pack wieder aus, ja. Mhm.
Welches Level war eigentlich das ARP-Ship, was ich gerade weggeballert habe? Was ich auch. Die Mayhem oder was? Ne, die Haguro oder was das war. Könnten Sechser gewesen sein. Oh, guck mal, der Zahne. Boah, oh, 5er, Alter. Wir haben okay, am tiefsten. Nee, das sind 3er am Gegner-Team, Moment. Oh. Ja, stimmt, ne Kawashi. Verkackt. Wo willst du denn hin, Zahne? Nicht zum Gegner. Ich hab so keine Ahnung, wie das geht. Links hoch. Soll ich die jetzt links hoch? Ja, fährst du links, ganz in der Außenseite nach A hoch. Okay. Xane, du wirst gleich eine veränderte Sicht haben. Du steuerst das nicht wie ein normales Schiff, sondern du hast sowas wie eine Obendrauf-Map. Ja. Dann hast du unten die Buttons, wo du sonst AP reparieren und sowas hast. Da hast du deine Fliegerstaffeln und dein Schiff. Wenn du dein Schiff auswählst und irgendwo hinklickst, dann steuert es immer Autopilot dahin. Machst du das mit Jägern, dann fliegen die dahin oder greifen das Ziel an. Ebenso Torpedobomber etc. pp. Ja, Crashkurs. Okay, aber also kannst du Aufklärer losschicken, erstmal aufklären. Okay, ich muss erstmal. Der will C, aber ich sage ab zu A. Ja, ich sage auch ab zu A. Haben die Unlimited Fuel, die Viecher oder so? Ja, die, die fliegen halt bloß immer zurück, wenn sie ihre Fracht abgeworfen haben. Zerstört wurden, dann startet eine neue Staffel. Wenn die Torpedobomber ihre Bomben abgeworfen haben, dann fliegen sie zurück, müssen nachladen. Dauert 15 Sekunden oder sowas und dann kannst du wieder starten. War negativ nochmal. F6. Oh. Moment mal eben. Wie? Ach Gott. Nein. Nein, falsch. Nein. Oh Mann. Ich drossel mal ein bisschen Speed, solange Xane noch nicht außer Schussreichweite ist. Ja. Kann man mir sagen, wie ich die abwerfe, die Torpedos dann? Du musst einfach das Geschwader auswählen, hast ja unten in der Leiste 2, 3, 4. Und sobald du auf ein Schiff zielst, kommt automatisch den Vektor, den sie anfliegen werden. Du kannst den auch manuell steuern, wenn du Alt drückst. War das eine Alt, oder? Weiß ich gar nicht, kann man manuell steuern? Ja, kann man. Ja, konnte man auch, aber ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Ich hab's voll vergessen. Auf jeden Fall tauchen auf meinem Radar schon Bomber auf. Bei B. Und Torpedos. Ich gebe mal ein bisschen Stoff. Sorry, Xane, aber. Die mag ich nicht. Du könntest deine Abfangjäger mal starten gegen die Torpedos. Ja, die hat er schon in der Luft, aber ich weiß nicht, wo die rumdaddeln da. Wahrscheinlich kämpfen die jetzt gleich im Luftkampf. Das mag sein. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Durchhalten. Hilfe ist auf dem Weg. So, Dana, ihr wird schon getroffen. Miyogi, Furataka, Miyogi. Okay, ich bin. Ah, oh, okay. Der kommt mir zur Hilfe. Gut. Xane, und das Beste ist, wenn du dich immer langsam hinter der Inselgruppe vorkämpfst, ne? Das heißt, so am Maprand, wo du gerade bist, bist du eigentlich gut zu treffen. Ja. Achso. Okay. Da kommen Bomben auf mich. Torpedos, ne? Nein, Bomben. Und Torpedos. Sahne, Abfangjäger. Die sind schon kaputt. Oh, du brennst. Keine Sorge, meine Flak ist, glaube ich, ein bisschen mit dabei. Ich habe mich schon mit anderen Sachen angelegt gerade. Ist sind kaputt. Oh, Paddy, Torps, nach rechts drehen. Alles gut, alles easy. Hab ich schon kommen sehen. Alles klar, dann wollen wir mal. Wer ist das? Wem kann ich denn da geben? Ach da, der Miyogi. Bin ich auch grad bei. Immer rein in die gute Stube, ne? Immer rein in die gute Stube. Scheiße, zu niedrig gezielt. Ja, dafür zielt die auch wie ein besoffenes Stockbrot. Ja, die Miyogi? Ja. Ah, die dreht ab. Unmöglich. Er zielt da auf mich, hallo? Ah, aus dem Nebel zielt irgendjemand auf mich. Oh, verdammt. Unter Beschuss. Warum bist du eigentlich? Du bist vor mir, okay. Mhm.
Ich steuere hier noch ein bisschen rum. Ich versuche da vorne die Kampfgruppe auszuschalten. Versuch dich mal ein bisschen hinter mir herzubewegen. Ja, ich versuch's gerade. Oh nein, ey. Weil ich habe noch Besuch hier hinten von einer Furutaka. Wie kann ich mit Kämpfen? Mit F. Ja, habe ich auch gemerkt, danke. Ja. Bin zwar zerstört, alle. Gut. Das hat gut geklappt bis jetzt. Gott. Mein Schiff eigentlich mittlerweile, Leute. Oh, ich brenne, super. Immer über die am Kämpfen hier. Ja, ich sehe es gerade. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich glaube, das könnte was werden. So hoch gezielt, wa? Ja! Nur eine Patrone! Was? Hab ich jetzt auch nicht verstanden. Fuck! Torpedos. Nein. Ja, ein Hafer-Bitter. Ja. Wie zielst du eigentlich immer, dass du die direkt mit One-Shot ist, Zahne? Das frage ich mich auch. Ja, ich bin in die Beidseite rein. Ja, toll. Soweit waren wir auch schon. Achso, okay, tut mir leid. Oh, Treffer der Zitadelle. Sowas. Ah, ich brenne aber gerade. Ich glaube, ich brenne jetzt aus. Boah, nee, noch nicht. Oh, nicht schon wieder brennen. Ach, brenn ruhig eine Runde. Nee, ich hasse brennen. Geh unter! Yes, zweiten Abschuss. Die geholfen dabei. Ich krieg von vorne massiv Probleme. Das ist ein Zerstörer, ja. Ich versuche den zu treffen. Bin weg. Tut mir leid. Alter, wie viele Torpedos waren das denn bitte? Aber ich hab ihn noch mal getroffen. Das hat schon mal nicht gut gefunktioniert jetzt hier. Das war hier die Nikolas, die sich gerade einnebelt. Der hat von mir ein paar Löcher in der Höhle bekommen. Oh Gott, da habe ich mir Scheiße gesehen. Oh Mann. Oh, man zielt auf mich, die Königsberg. Bei nur 18 Treffern, zwei versenkte Schiffe, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe 11 Treffer, aber eine Zitadelle. Mm. Du reparierst dich gerade ein bisschen, ne? Ja, ja. Bei Torpedos getroffen bis jetzt. Wie kann ich mich selber steuern? Einfach ganz normal. Über Taste 1. 1 ist das Schiff. Ach so, okay. Dann mit 1 kannst du Schiff auswählen und 3, 4, 5 waren, glaube ich, Flieger. Wenn du hast übrigens auch Autogeschütze, ne? Das heißt, wenn ein Feind bei dir in der Nähe ist, drückst du auf die Map und klickst darauf, dass die Autogeschütze den anvisieren. Okay. Meistens machen sie es aber von alleine. Nee, leider nicht. Doch. Nicht wirklich. Bei mir schießen meine Autogeschütze immer alleine. Kann man das irgendwo einstellen, weil meine scheinen da immer zu doof für zu sein. Unsere Boke gerät gleich in Schwierigkeiten. Denn die Kirov und die Kawashi sind unterwegs und wenn sie die entdecken, das wird blöd. Ach, du bist hinter mir, okay. Also. Ja, er geht gerade um die Inselgruppe Xane. Vielleicht ein bisschen mehr Stoff geben, glaube ich. Damit du. Nee, ja, nee, doch, nee, lass noch. Die Furutaka kommt gerade aus dem Nebel, Paddy. Ja, ich hab's gesehen, ich kann gerade nicht schießen. Okay. So, dahinter ist noch eine, dahinter ist noch eine Danae mit sehr wenig HP. Ja, aber die kann ich nicht treffen. Nur noch 2, 3 HP. Vielleicht kann Paddy da ein Torpedo hinschicken. Paddy? Die doch nicht. Ich dachte, die fährt auf die Insel und stackt. Sahne kann sonst. Ja, die Danae wäre halt top, weil die gerade den anderen Flugzeugträger in die Mangel nehmen will. Dass man die, weil die halt die macht gerade ihre Hüllenpunkte wieder. Scheiße. Dass man der ein paar Torpedos reinjagt.
dass die einfach weg ist. Beinahe, aber doch nicht. Ja, das habe ich aber auch gerade gedacht. Können die mal zurückkehren hier? Was ist denn da los? Die kommen von alleine zurück. Ja, nee, kommen sie nicht. Nee, du musst F drücken. Mit F kannst du die ausgewählte Staffel zurückrufen zum Betanken und was auch immer. Warum wollen die nicht? Zurück. Wenn ich das noch recht im Kopf habe, habt ihr das Problem, dass vorne bei C9 oder sowas auch noch Schiffe sind? Da fahren wir jetzt auch nicht lang. Zahn machen am besten U-Turn. Was? Aber da sind die ganzen Gegner. Isokase versucht noch die Danae platt zu kriegen irgendwie, ne? Ja, okay, dann Zahn bleibt auf jeden Fall hier. Fahr nicht irgendwie... Ja. Ich glaub hier. Ja, am besten... Naja, theoretisch wäre... Xanes Position da, wo Paddy gerade ist, ne? Ja, hinterm Berg. Ja, und zwar direkt an der Insel. Ja, bis jetzt wurde ich ja noch nicht angeschossen, von daher. War ja nicht wirklich entdeckt. Na, wird das was? Oh, das könnte was werden. Das könnte was werden. Ich sehe es und... Yes! Was denn? Danae ist weg. Ein Torpedotreffer, voller Durchschlag. Problem ist, es sind immer noch beide... Eigentlich ein Flugzeugjäger da. Die Furutaka kommt gerade zurück. Richtung A, Paddy. Xane, ich würde jetzt hinter Paddy hinterherfahren. Und dich hinter der Insel halten. Ich seh mich ja auch schon. Weil wenn du jetzt weiterfährst, dann kriegt die Furutaka dich voll auf die Kippe. Wo ist denn die? Ich sehe sie gerade nicht mehr. Warum ich auch gerade nicht. Ich glaube, da, wo deine Torpedos gerade hinfliegen, das bei der Isokase. Da ist er. Ah, die sind am Berg, die kriege ich nicht. Oh, die kommt da gleich raus, ne? Ja, komm doch ruhig raus, Furutaka. Komm doch ruhig raus. Oh, die kriegt er. Boah, das sitzt jetzt. Das sitzt Alter. Jetzt. Nee, ja, nur einer, scheiße. Wow, war das gerade der Torpedo vom Bomber? Ich hab keine mehr. Tut mir leid. Keine Flugzeuge? Nein, alles kaputt. Fuck. Wie zoome ich das wieder an mein Schiff ran? Ganz normal steuern? Ganz normal steuern kannst du, glaube ich, gar nicht. Geht nicht? Doch. Aber. Doch, kannst du auch, aber du kriegst keine normale Sicht. Ja genau, du kriegst keine normale Sicht, kannst nicht ganz normal steuern. Okay. Paddy, kriegst du den? Ja, wenn ich nachgeladen habe. Aber du kriegst Punkte, weil er A-capped. Oh, da hinten schießt. Außerdem brennt er gerade, ich würde ihm geben. Und zwar fett. Oh, der Dead-Bye. Ah. Och, ernsthaft? Außerdem hat er Torpedorohre, ne? Da kommen Torpedos. Nein. Paddy. Ja, er dreht jetzt und gibt dir gleich eine Breite. Zum Wickeln. Ich glaube, er hat gerade abgesetzt. Torpedos. Ja, da wären sie gewesen. Da wären sie gewesen. Oh, da schießt jemand anderes auch noch auf dich. Ja. Oh, was hast du nicht? Paddy, schießt du auch mal zurück? Ja, wenn ich nachgeladen habe, danke. Triffst du auch, Paddy? Davon haben wir nicht geredet. Das steht so nicht im Vertrag. Wie kann ich sekundär Schütze oder benutzen? Einfach auf der Map das Schiff, das du angreifen willst, anklicken, dann so mit Auto auswählen, ne? Xane, Torps. Am besten sofort nach links eindrehen. Nach links, nicht nach rechts! Xane! Oh, bist du? Sag mal! Ah! Aber sonst geht's dir gut, ne? Geil. Ey. Wenn ich nach links sage, drehst du nicht nach rechts. Ja, manchmal war so ein bisschen auf der Karte Orientierung, links. Genau, das ist für mich ein bisschen kacke. Ne, Fahrtrichtung, man guckt immer in Fahrtrichtung. Ja, ich guck gar nicht in Fahrtrichtung, sondern auf der Karte einfach nur. Also. Wer weiß doch, wo dein Schiff fährt, das ist doch... Xane, das tat weh, das tat jetzt echt weh, geistig unter dem Auge, ne? Oh, was? Das war jetzt aber harte Aussage. Paddy, mach mal die Königsberg tot.
Ich mach mich tot. Bom. Oh, 18. Das wollen wir. Tschüss, Buddy. Xane, mach mal die. Ah, nee. Xane, mach doch mal. Aber ich glaube, A-Cappen brauchst du jetzt auch nicht, ne? Xane, du bist ein Flugzeugträger, du musst jetzt nicht aggressiv werden. Das Problem ist, der Gegner hat noch 2 Carrier. Und 3 normale Schiffe, also ein Zerstörer, ein Kreuzer und ein schweres. Das wird nix. Immer B-Cappen. Oder auch nicht. Oder siehst du, du wirst jetzt wieder gleich angegriffen. Nee, noch nicht. Doch nicht, ja, oh. Ach, ich werde gar nicht gesehen. Der weiß gar nicht, dass ich da bin. Ja, gleich aber schon. Nein. Nein, nein. Niemals. Alles chillig, ich bin so klein, das sieht doch keiner. Und du meinst. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ein Problem. Komisch, seitdem wir mit Zahlen zusammen spielen, verlieren wir häufig. Komisch, ne? Ja. Obwohl ich die ganze Zeit carry. Okay. Wenn du mal carry. Die Kolberg ist fast weg. Königsberg meine ich. Hab 2 Torpedo-Treffer gemacht. Da fehlen 185 HP, die dauern müssen. Ja, das ist kacke. Ich tappe gleich mal B, wenn nicht anders wäre. Oh, da kommt Torpedo-Bombe. So, da kommt die nächste Salve. Wenn die trifft, ist er weg. Ja, was macht der Ultra-Produkt? Das ist hart. Das ist hart. Oh, da kommen 2 Torpedo-Bomber. Ein Treffer und das war ein Streifschuss, ja. 2 Staffeln top. Doch nicht, vielleicht, weil... Hast du König? Ja, genau. Die arme Kongo. Tut mir jetzt schon leid. Oh mein Gott, ja, da kommen viele Bomber. Ja, die Torps haben Xane noch nicht gesehen. Aber ein Bomber hält auf ihn zu. Bin aber in Deckung. Eine Bomberrotte. Geil, und jetzt? Bomben jetzt auf dich. Ja, los, gib ihm! Ja, die werden das nicht reißen, bevor die abwerfen. Ach, laber nicht, keine Ahnung. Pass dich mal, Anti-Air! Doch. Doch, doch, haha! Haha! Bitches, haha! Ja, aber du wurdest fett. Du wurdest fest getroffen, das hast du schon mitbekommen, ne? Nein! Nein, die Hast Kongo. Du eine Fleischwunde? Die Kongo kassiert jetzt Torpedos. Das überlebt sie nicht, ne? So, die ersten wurden abgeworfen. Den kann er ausweichen. Ah, nicht allen. Ein kassierter. Nee, nee, oh. Jetzt weiterdrehen. Komm, Kollege, komm. Komm. Nice. Komm. Yes! Nein, lol. Sehr nice. Olympic Village. Der Pilot gerade ärgert. Ja. Das ärgert mich auch jedes Mal als Piloten. Ich glaube, man schießt auf Zahne. Ey! Ach, das war so klar. Ey! Stop-Shooting! Die Isokase ist es. Friendly! Was kommt da? Oh, tschüss, Zahne. Oh nein, Friendly! Aha, ich lebe noch. Haben die gerade... Oh, tschüss, Zahne. Ah! Oh nein, was? Ich würde GG schreiben wollen, aber eigentlich nicht. War eigentlich nicht. Dann beenden wir mal die Folge. Ja. Das ist schon lang geworden. Okay, ciao. Ciao.